Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich einen Tag lang all das bestellen, worauf ich Bock habe. Das Ganze einmal in einer 5-Sterne-Variante und im Gegenzug das Ganze einmal in einer 1-Sterne-Variante. Das Ganze testen. Ich bin mal gespannt, ob die Bewertungen an der einen oder anderen Stelle gerechtfertigt sind und mir meine eigene Meinung bilden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Okay, beginnen wir mit der ersten Bestellung für heute. Worauf habe ich jetzt Bock? Burger? Burger hört sich gut an. Ich habe mich jetzt für das Restaurant Die Ash entschieden. Ist so einer der ersten Anlaufstellen in Bochum, wenn man leckere Burger essen möchte. Ich war mal dort, habe keinen Burger gegessen. Die haben auch noch Steaks, Spare Ribs und Aufläufe am Start. Ich habe Nacho-Auflauf gegessen. War einigermaßen okay, aber war jetzt auch nicht der Brüller, sage ich mal so. Ich werde jetzt auch zu jedem Restaurant immer 2 Bewertungen vorlesen. Ein anonymer Bruder hat fürs Essen und für die Lieferung jeweils 5 Sterne vergeben und schreibt: sehr gutes Essen und eine sehr schnelle Lieferung. Meiner Meinung nach die Nummer 1 in Bochum, was Burger angeht. Hört sich gut an. Zweiter anonymer Bruder, auch wieder fürs Essen und für die Lieferung 5 Sterne vergeben und schreibt: sehr stark, richtig geile Burger und super Pommes. Klare Empfehlung. Wenn die Pommes schon schmecken, das muss was heißen. Ich werde mir jetzt fix was aussuchen und euch das Ganze dann gleich vorlesen. Ein paar Sekunden später. Ich habe mich jetzt für den AO Cheeseburger entschieden mit saftigen Premium Beef Patty, Cheddar-Käse, gegrillten Zwiebeln, die Ash-Soße, eingelegte Gurken, Eisbergsalat, Mayonnaise und Aioli. Hört sich verdammt geil an. Kostet 12,50 Euro. Dazu kann ich mir noch eine dezente Pommes-Variante hier aussuchen. Wir haben einmal Curly Fries, Steakhouse Fries und Süßkartoffelpommes. Süßkartoffelpommes liebe ich. Dementsprechend werde ich mich auch dafür entscheiden. Das Ganze kommt jetzt ab in den Wagen. So kleiner dezenter Snack dazu darf nicht fehlen, deswegen gehen wir mal hier auf Starters. Ist einiges im Angebot. Jalapeno Poppers, hört sich richtig gut an. Also Chili Cheese Nuggets habe ich ja versucht im letzten Video nachzumachen. Was ist denn das, Mann? Habe ich richtig verkackt. Dementsprechend habe ich jetzt richtig Bock auf geile. Die kommen in den Wagen und das Ganze wird jetzt bestellt. Was ist denn mit Carsten los? Auch so, ciao. Ich bin ein Playboy, Bad Boy. Boah Leute, dass die Ash-Essen einfach schon nach einer halben Stunde angekommen ist. Es war jetzt kein männlicher Lieferant, sondern eine weibliche Lieferantin, sage ich mal so. Ey, habe ich selten gesehen, aber die Dame war sympathisch. Kuss. Jetzt geht's weiter mit der 1-Sterne-Bestellung. Das Ganze nennt sich hier Spice Shake Street Food. Hat relativ viele 1-Sterne-Bewertungen abbekommen. Ich lese mal 2 vor. Der Burger war total ekelhaft. Mir ist schlecht. Der schmeckt nach Arschritz. Boah, das hört sich nicht gut an. Zweite Bewertung hier vom englischen Bruder. Very bad food and very late delivery. Never buy this food again. Hört sich auch nicht gut an. Lange Wartezeit ist nie gut. Ich habe keinen Bock, jetzt hier 2-3 Stunden zu warten. Oder am besten ruft der Kollege dann nach 2-3 Stunden an und sagt, ja, unsere Burger sind uns ausgegangen. Leider kann ich Ihnen jetzt nur eine Pommes liefern. Darauf habe ich ja überhaupt keinen Bock. Oder er meldet sich überhaupt nicht. Ich habe jetzt genau dasselbe Essen gefunden wie bei die Ash. Einmal ein Big Cheeseburger, Chili Cheese Nuggets und Süßkartoffelpommes. Das Ganze kostet hier aber 12,50 €. Ist relativ wenig, sage ich mal so. Ist jetzt nicht teuer. Und davon sind auch noch 2 € Lieferkosten. Das heißt, fürs Essen zahlt man nur 12,50 €. Naja, das Ganze wird jetzt bestellt. Und ich hoffe, es kommt auch an. Hallo. Hallo. Machen wir 14. Danke. Ciao. Halbe Stunde später ist das andere Essen auch angekommen. Ich muss sagen, optisch gesehen, von der Verpackung jetzt, es ist nicht so ansprechend wie das Essen von The Ash, aber das heißt nichts. Es geht ja um den Geschmack. In der Zeit, wo ich jetzt hier gewartet habe, haben die Brüder von The Ash mich angerufen und mich gefragt, wie es mir geschmeckt hat. Ey, da habe ich mich voll gewundert. Er so, hä? Hä? Meint ihr das jetzt ernst? Dann habe ich gesagt, nee, das steht noch auf dem Tisch, das esse ich später. Er so, ja, ich gebe dir einen kleinen Tipp, wenn du das nochmal warm machen möchtest, tust du im Ofen, das schmeckt richtig geil, mache ich auch das ein oder andere Mal. Und beim nächsten Mal kannst du auch auf unserer Seite bestellen, dann kriegst du 20% Rabatt, weil du hast hier irgendwie einen Code bekommen, bla bla bla. Hey, warum sind die so sympathisch gewesen? Optimal vorbereitet wie damals in der Schule, wobei damals in der Schule war ich überhaupt nicht vorbereitet. Hab mir jetzt ein paar Stichpunkte gemacht, nach welchen Kriterien... Wie habe ich das denn ausgesprochen? Ich das Ganze hier bewerte. Einmal Optik, Geschmack und die Menge. Bei mir ist die Menge auch ganz, ganz wichtig. Digga, jetzt mal ohne Spaß. Diese Tüte macht mich die ganze Zeit schon geil. Der Geruch ist einfach nur wunderschön. Es ist so ein limettiger, minziger Geruch, den ich nicht zuordnen kann. Deswegen lass uns das Ganze jetzt mal zusammen reviewen hier. Ich habe Bock, Alter. Beginnen wir mit dem Burger. Die Verpackung 1A sieht wunderschön aus. Wie sieht der Burger aus? Ein Brioche-Bun. Alter, der sieht aus wie aus dem Bilderbuch. Auf der Seite konnte man gar nicht wählen, was für ein Brot man haben möchte, aber zum Brioche-Bun sage ich nicht nein. Die Pommes sind ja auch in so einer dezenten Pappschachtel eingepackt, schön umweltbewusst. Alter, diese Pommes, die leuchten einfach nur, die sehen wunderschön aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Chili-Cheese-Nuggets aussehen. Auch wieder in so einer Box hier. Ah, jetzt weiß ich, warum das Ganze nach Limette riecht. Hier ist einfach eine Limette drin, Alter. Aber die Chili Cheese Nuggets sind ein Ticken länger als die vom Burger King. Und ich finde, die machen einen echt astreinen Eindruck hier. Jetzt zu den Kollegen hier. Das sind die Chili Cheese Nuggets. Naja, die sehen jetzt auch nicht schlecht aus. Aber
Auf jeden Fall nicht so gut wie diese hier. Da sind schon Welten, würde ich sagen. Dann geht's weiter mit den Pommes. Das sind auch Welten. 5 Euro mehr zahle ich gerne, wenn man dann so ein leckeres Meal hat. Alter, die Pommes, die sehen einfach nur matschig aus, trostlos. Und sich hat hier sehr viel Kondenswasser gebildet. Das feiere ich ja überhaupt nicht. Wer will mich verarschen? Ich finde knusprige Pommes und nicht das hier. Und jetzt, Stunde der Wahrheit, wie sieht der Burger aus? Er ist hier eingepackt. Ich hoffe, das ist nicht so ein Fertig-Burger aus der Mikrowelle, Alter. Sieht aus wie eine vollgeschissene Windel. Der Patty ist relativ groß, aber es sieht mir nach so einem Fertigprodukt aus. Ich bezweifle, dass das Patty selbst gemacht ist. Aber an sich nicht grausam, sage ich mal so. Dann würde ich sagen, starten wir mit der Ein-Stern-Variante. Ich habe das Ganze jetzt hier auf dezent auf Tellern angerichtet, damit es für euch ein bisschen ansehnlicher ist. Ich starte mit den Chili Cheese Nuggets. Ich muss sagen, die schmecken echt gut. Die kommen den Burger King Chili Cheese Nuggets schon nah. Schmecken fast identisch. Süßkartoffelpommes machen für mich sowas von einem trägen, labrigen Eindruck. Ich möchte die eigentlich gar nicht probieren, aber für das Experiment, für das Video mache ich das natürlich. Ob ich jetzt Haferbrei mit Honig oder Milch esse oder diese Kollegen hier, macht für mich keinen Unterschied, die Konsistenz ist dieselbe und ich muss sagen, da würde ich sogar die Haferflocken mit der Milch und dem Honig bevorzugen, weil die schmecken einfach nicht labrig und sehr ölig so. Meine Vermutung liegt richtig, das Ganze ist kein selbstgemachter Patty, sondern so ein fertiger Patty. Die Soße dort drauf, die schmeckt gar nicht schlecht. Ist so eine Mischung aus Cocktailsoße, zerlaufenden Käse. Salat ist an sich auch relativ frisch, schmeckt jetzt auf gar keinen Fall schlecht, Mann. Kann man echt essen. Und jetzt geht's weiter mit diesem wunderschönen Teller hier. Ich bin gehypt, ich hab Bock drauf, ich bin geil. Machen wir den dezenten Dip mal hier auf. Dippen hier einmal rein. Und, Alter, das sind Chili Cheese Nuggets, die ich so auch noch nicht gesehen habe, beziehungsweise gegessen habe. Ich glaube, die sind selbst gemacht. Wir haben jetzt hier eine Schicht Jalapenos oder Jalapenos. Eine Schicht Cheddar. Dann kommt die Panade. Die ist sowas von Crunch. Es schmeckt einfach nur geil. Da können sich die hier schon, ehrlich gesagt, verziehen. Alter Vater. Die zum Beispiel haben das einigermaßen gut hinbekommen, dass die Süßkartoffelpommes nicht übertrieben labberig sind. Sie sind einigermaßen noch... Ja, kross, na okay, kross kann man jetzt nicht sagen, aber gar nicht damit zu vergleichen. Die haben viel, viel angenehmeren Geschmack. Und bei Süßkartoffelpommes ist das auch so, die können 3-4 Stunden liegen, dann kann man die immer noch genießen, meiner Meinung nach. Bei normalen Pommes ist es nicht so, weil die dann einfach nur kartoffelig schmecken und eklig. Aber Süßkartoffelpommes kann man auch im kalten Zustand super essen. Ey, wenn ich die jetzt hier stehen habe und, weiß ich nicht, in 5-6 Stunden nochmal Bock drauf habe, gönne ich mir einen Film, esse die und bin vollkommen am Start und zufrieden. Props für die Pommes, Alter. Digga, was ist das für ein Patty? Das ist doch nicht mehr menschlich, ja? Das hier ist Foodporn. Jetzt ohne Spaß, wenn ich hier reinbeiße und kein Geschmacksorgasmus bekomme, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich küsse doch dein Herz sogar medium gegrillt, Alter. Jetzt mal ohne Spaß. Dieser Kollege hier überzeugt mich gerade sowas von. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Burger bestellt. Und das kann ich nach dem ersten Bissen sagen, Alter. Wer jetzt auch richtig Bock und geil auf diesen Burger hier ist, kann auf Ehrenbruderbasis einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr dieses Format auch in Zukunft weiterhin sehen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sagen, eine zweite Folge in Teil 2 kommt bei 4000 Daumen nach oben. Bevor ich jetzt meine endgültige Bewertung zu den beiden Gerichten hier abgeben kann, Digga, einfach fast die Softbox umgekickt, muss ich das Ganze erstmal wechseln, Alter. Ich habe so Cola. So, jetzt kommt mein knallhartes Urteil, real vom Herzen. Die 5-Sterne-Bestellung kriegt von mir sowas von die 5 Sterne. Es war einfach nur ein Gaumenschmaus. Die 1-Sterne-Bestellung kriegt von mir nicht 1 Stern, denn der Burger war einigermaßen zu genießen, sage ich mal so. Kriegt von mir 2,5 Sterne. Und jetzt können wir direkt weitermachen mit der nächsten Lieferung. Ich habe jetzt irgendwie Bock auf Döner bekommen. Döner! Und fürs Abendessen muss ich auch noch was bestellen. Dementsprechend habe ich mir jetzt hier einen super Lieferanten rausgesucht. Hat einiges im Angebot, sage ich mal so. Das Ganze nennt sich Diva. 2 Kommentare lese ich jetzt hier wieder vor. Das Essen wurde mit 5 Sterne bewertet, die Lieferung auch. Das Essen schmeckt bei La Diva immer hervorragend. Bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Das Besondere ist die große Auswahl an Gerichten, vor Ort essen oder liefern lassen. Alles top. Insgesamt ist La Diva einfach ein Brett, absolut weiter zu empfehlen. Wenn das nicht mal ein überzeugter Kunde war, dann weiß ich auch nicht, ne? 2. Kommentar, es war wirklich sehr lecker und es wurde, glaube ich, mit einem Düsenjet geliefert.
Alter, wenn Essen schnell ankommt, feiere ich es übertrieben. Wisst ihr, was ich noch mehr feiere? Wenn das Essen dann auch dementsprechend richtig lecker schmeckt. Direkt unter den top beliebten Gerichten haben wir hier den Döner stehen. Wähle ich den einfach mal aus mit Tzatziki. Ich habe keinen Bock auf groß irgendwelche Soßen. Tzatziki langt mir vollkommen. Wähle ich das Ganze. Ja, Salat ist wohl alles drauf. Dann kommt das erstmal in den Wagen. Und fürs Abendessen packe ich mir so ein dezentes Schnitzel mit in den Wagen. Ich habe übertrieben Bock auf Schnitzel. Habe ich sehr lange nicht mehr gegessen. Die haben hier mega viel Schnitzelkombination am Start. Ich kann lesen, Asia-Schnitzel. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Siegerländer, Christian, Alter, was ist das denn? Bubble. Heute habe ich es irgendwie nicht mit der Sprache. Mafiosi-Schnitzel, in Klammern scharf. Hey, Schnitzel-Bolognese hört sich gut an, habe ich Bock drauf. Ja, das Ganze gönne ich mir, ja, schön mit Kroketten natürlich, ne? Das Ganze kostet mich jetzt 15,50 Euro und wird jetzt bestellt. Dankeschön. Ciao. Bruder, ich konnte nicht mal die 1-Sterne-Bestellung klar machen. Das Essen ist jetzt einfach schon da. Ich glaube, die liefern echt mit diesem Chat. Jetzt kann es aber weitergehen mit der 1-Sterne-Bestellung. Ich habe jetzt einen Laden gefunden, der hat fast die identischen Sachen im Sortiment wie La Diva. Das Ganze nennt sich La Pizza. Was sind das überhaupt für Namen? La Pizza, La Diva. Ich würde meinen Laden La Nico nennen. Der Laden hat relativ viele 1-Sterne-Bewertungen abgesahnt, sage ich mal so. Ich war hier schon ein paar Mal und war da auch echt zufrieden. Aber beim letzten Mal habe ich mir einen Döner geholt, der wirklich absolut ungenießbar war. Nach einem Bissen musste ich ihn leider wegwerfen. Sehr schade. Bruder, das ist wirklich schade. Ich hoffe, ich muss meinen Döner nicht wegschmeißen. Leider gibt es keine 0 Sterne. Boah, der Bruder wird am liebsten 0 Sterne geben. Direkt unsympathisch. Man kann sich nicht unterhalten. Hä? Was will er denn? Wenn der Dönermann da am Schneiden ist oder am Pizza machen ist, dann hat er doch keine Zeit zu reden. Möchte er da Kaffee und Kuchen mit ihm trinken und essen, Alter? Ah, lecker, lecker. Kommen wir zu meiner Bestellung. Bolognese-Schnitzel mit Pommes. Leider haben die keine Kroketten hier am Start. Und ein Hähnchendöner mit Tzatziki. Ich zahle jetzt hier 12 Euro. Das heißt 3,50 Euro weniger als bei La Diva. Ja, das Ganze wird jetzt bestellt. Lalala. Lieber. Irgendwann später. Bam, zweiter Döner ist auch da und an der Stelle muss ich einfach was loswerden. Digga, dieser Lieferant gerade war der unfreundlichste Lieferant, den ich jemals erlebt habe, ja. Ich habe 1-2 Sekunden länger gebraucht, um die Tür aufzumachen, weil ich mein Geld noch geholt habe. Währenddessen hat er unten gegen die Tür gehauen, randaliert, keine Ahnung, was der da gemacht hat. Ich habe mich gefragt, ist der psychisch krank oder was? Dann habe ich irgendwann die Tür aufgedrückt. Dann kam er hoch, richtig unfreundlich. Ich habe mir diesen Döner übergeben und das Schnitzel. Dann habe ich bezahlt, passend gegeben, weil ich nicht mehr hatte. Sonst hätte ich ihm auch Trinkgeld gegeben. Dann sagt er so, für Fahrer kein Trinkgeld. Ich so, nein, tut mir leid, ich habe kein Kleingeld mehr. Sonst hätte ich dir gern gegeben. Ich dachte nur so, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Sei doch nicht so unverschämt, ne? Ich hätte dir doch gegeben. Dann geht er runter, rennt er runter mit seiner Box hier. Reißt die Tür auf, rennt raus. Wie so ein Kranker, Alter. Ohne Spaß, der Typ war sowas von unfreundlich. Und wenn ich mir den Döner hier so anschaue und das Ganze einmal anhebe, dann denke ich mir nur so, hättest du dir in die Haare geschmiert, hättest du behalten, Bruder. Das ist wie 200, 300 Gramm oder so maximal. Wenn ich mir den 5-Sterne-Döner anschaue und das Ganze mal anhebe, Alter, jetzt ungelogen, das Ganze wiegt das Doppelte von dem hier. Wir können das ja auch mal kurz einmal testen. Ich habe hier meine Küchenwaage am Start. Stunde der Wahrheit. Ja, Bruder, muss los. Geh mal weg, Alter. Was haben wir hier? 590 Gramm. Das ist ein Scherz, oder? Tut mir leid an der Stelle. Ich bin einfach salzig. Ich bin so hart salzig. Ja, aber es hat gut getan, das Ganze von der Seele zu reden und euch zu erzählen. Mich würde mal interessieren, was eure krasseste Story mit dem Lieferanten war. Ballert das mal in die Kommentare. Dann beginnen wir mal mit dem Döner für Wellensittiche. Wenn ich beim Dönerstand wäre und würde so einen Döner auf die Hand bekommen, dann würde ich den Bruder fragen, ich so, wo hast du das Fleisch gelassen? Ich würde ihm es wieder zurückgeben. Man sieht überhaupt kein Stück Fleisch. Hier ein bisschen Tomate, Gurke, Grünsalat. Und wenn ich das Brötchen jetzt hier öffne, oh Mann, das hört sich so falsch an, wenn ich das Brötchen öffne. Suche ich vergeblich nach irgendetwas Fleischigem? Bruder, das ist doch kein Döner. Jetzt mal ernsthaft. Naja, dann beiße ich mal in Brot und Salat rein. Das war der traurigste Dönerbiss, den ich jemals hatte. Ich habe bis über die Hälfte vom Döner abgebissen und gerade mal ein kleines Stück Fleisch abbekommen und kann immer noch nichts zum Geschmack sagen. Das Fleisch, was ich jetzt geschmeckt habe, muss ich ehrlich sagen, hat mir schon gut geschmeckt. Ist jetzt kein schlechtes Fleisch. Ist schön braun gebrutzelt, aber die Portion ist echt ein Witz. Und wenn der Salat auf dem Döner nur aus Gurke, Tomate und grünem Salat besteht, dann möchte ich in Zukunft keinen Döner mehr essen. Wo sind die Zwiebeln? Wo ist der Rotkraut? Das ist die Frage. Aber ich denke, dieser Kollege hier überzeugt uns mehr. Allein wenn ich das Baby hier schon öffne, Bruder, man sieht Fleisch, man sieht Soße, man sieht Babasalat, man sieht Zwiebeln. Und ich finde, so muss ein Döner auch aussehen. Das ist ein direkt anderes Feeling. Man hat Zwiebeln, man hat Fleisch, man hat Soße. Und es ist einfach nur lecker.
Guckt euch jetzt mal die Schichtungen an von den beiden Dönern hier. Das ist hier der 5-Sterne-Döner, das ist der 1-Sterne-Döner. Allein diese Schicht Fleisch hier ist dreimal so viel wie diese hier. Das Ganze ist hier noch dezent gemischt. Mit ein bisschen Soße, dann kommt Salat, dann nochmal Soße. Und hier kommt einfach nur ein bisschen Fleisch, dann ein bisschen Soße und dann ganz dezent Salat. Bruder, so nicht. Beim dezenten Spaziergang habe ich mir jetzt den Döner durch den Kopf und durch den Magen gehen lassen. Und jetzt kommt mein knallhartes Urteil. Der 5-Sterne-Döner kriegt von mir 4 Sterne, hat mich im Endeffekt dann doch nicht so überzeugt, dass ich ihm 5 geben kann. Der 1-Sterne-Döner kriegt von mir leider nur 1 Stern, weil das Fleisch einigermaßen noch okay war. Sonst hätte er von mir 0 Sterne bekommen. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Proteine hier, damit die Keulen nicht abbauen und optimal versorgt sind. Falls ihr auch auf der Suche seid nach leckerem Proteinpulver, könnt ihr gerne mal bei meinem Partner Prozis vorbeischauen und mit dem Code NIKO 10% auf Ehrenbruder-Basis sparen und mich supporten. Das Video muss ja irgendwie finanziert werden, deswegen darf die dezente Werbung nicht fehlen. Ich kann euch auf jeden Fall Chocolate Brownie empfehlen, schmeckt einfach nur Baba-mäßig. Das Eiweißpulver ist auch Baba mit Wasser zu genießen. Guten No Straw hier. Und jetzt geht es ab zum letzten Test, nämlich zum Schnitzel. Bam, beginnen wir mit dem 1-Sterne-Schnitzel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausschaut. Vom Gewicht haben wir hier wieder relativ wenig am Start. Das gefällt mir überhaupt nicht. Habe ich nicht einen Bolognese-Schnitzel bestellt? Das Ganze ist jetzt mit Käse überbacken. Wobei, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kommt ein bisschen Soße aus den Löchern von dem Käse raus. Aber eigentlich stelle ich mir einen Bolognese-Schnitzel so vor, dass ein dezentes Schnitzel drin liegt. Ein Klecks Soße. Es muss doch eigentlich in der Soße so schwimmen, oder nicht? Und Käse hat darauf meiner Meinung nach eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Die Pommes sind jetzt hier, ja, labbrig, wie bestellte Pommes halt sind. Salat ist auch einfach nur herzlos angerichtet. Grünsalat und ein paar Zwiebeln. Das ist für mich kein Salat. Schneide ich den Burschen mal an. Hier, ich weiß gar nicht, ob das ein Schwein- oder Hähnchenschnitzel ist. Wobei, wenn man beim Türken bestellt, kriegt man doch eigentlich immer ein Hähnchenschnitzel, oder? Ja, ist ein Hähnchenschnitzel. Er schmeckt jetzt auf dem ersten Bissen nicht viel anders wie so ein Hähnchenschnitzel aus der Verpackung. Und die Bolognese-Soße kann ich gerade gar nicht zuordnen, ob die selbst gemacht ist oder irgendwie so aus dem Glas. Hier ist halt so wenig Soße drauf, dass sich die Bolognese-Soße kaum rausschmeckt. Es schmeckt ein bisschen tomatisch, man hat so kleine Fissel Fleisch. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass das Ganze aus dem Glas ist. Das heißt, es ist der größte Schmutz und das Fleisch hat absolut keine Qualität. Und ich habe mir eigentlich immer gesagt, wo ich diese Gläser gesehen habe, wo Fleisch drin ist, das wirst du niemals kaufen, das wirst du nicht anfassen, das wirst du nicht essen. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, gegessen. Mann! Die Pommes hier kann man eigentlich so, wie sie hier liegen, aus dem Fenster schmeißen, weil die überhaupt nicht schmecken. Das liegt jetzt nicht am Lieferanten. Pommes an sich kann man bestellt, meiner Meinung nach, nicht essen. Schmeckt überhaupt nicht. Pommes kann man nicht bestellen. Außer es sind Süßkartoffelpommes von Ash, denn die haben vorhin geschmeckt. Den Salat gebe ich gerne, den überlasse ich den einen oder anderen Veganer. Schnell den Deckel zu und nächstes Schnitzel auf den Tisch. Allein wie das Ganze hier auch wieder eingepackt ist. Wir haben den Salat hier separat. Es ist so eine Krautsalatmischung, glaube ich, mit Tomate, Gurke, bisschen Tzatziki drauf. Die Kroketten sind auch separat, so lobe ich mir das. Und das Schnitzel ist hier in so einer Aluschale. Ich glaube, hier ist einiges an Soße am Start. Es sieht doch viel, viel leckerer aus als das Gericht zuvor. Ja, Maschallah, so habe ich mir doch ein richtig geiles Bolognese-Schnitzel vorgestellt, wobei der Käse könnte meiner Meinung nach auch wegbleiben. Kroketten, ja, sehen auch gut aus. Oder auf dem ersten Bissen habe ich direkt so ein Fettstück im Mund. Das feiere ich überhaupt nicht, wenn Schnitzel mit so Sehnen und Fett durchzogen ist. Und ich habe gerade irgendwie die Befürchtung, dass das ganze Schwein ist. An sich ist das mit der Soße und dem Käse hier um einiges leckerer als das Mehl da unten. Aber das Schnitzel gefällt mir überhaupt nicht vom Geschmack, weil ich Schwein überhaupt nicht feiere. Und Sehnen und Fett feiere ich auch nicht. Der Krokette können wir aber noch eine dezente Chance geben. Einmal in die Soße hier rein. Moment. Schmecken, schön kartoffelig. Wenn die Kartoffel nicht wär, blieb die Pommesbude leer. Leute, die Lust auf Schnitzel, die ich zuvor gespürt habe, ist jetzt sowas von weg. Ich bereue gerade, dass ich die beiden Schnitzelgerichte hier bestellt habe. Hätte ich einfach mal gewartet, bis meine Mutter mal wieder so ein richtig geiles Schnitzelgericht zaubert, hätte ich mehr von gehabt. Und auf Bolognese habe ich auch gar keinen Bock mehr. Die 5-Sterne-Variante kriegt von mir 2,5 Sterne, weil die Kroketten, die waren gut. An sich war das Ganze hier auch besser angerichtet als da unten, aber geschmacklich war das Schnitzel hier, würde ich sagen, sogar schlechter als das da unten. Deswegen kriegt das hier 1,5 Sterne von mir, weil die Pommes Schrott waren und der Salat war hier gut. So habe ich das jetzt gerechtfertigt. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Wir haben mittlerweile schon 6.22 Uhr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls der Fall war, könnt ihr auf Ehrenbruder-Basis Daumen nach oben da lassen. Kuss, bis zum nächsten Mal.